Es ist mal wieder Zeit für Primark. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Brina und ich sind jetzt hier in Kaiserslautern in der Mall. Und wir schauen mal bei Primark vorbei, ob es was Neues gibt. Lass aber erstmal hier nach Handyhüllen gucken. Sie möchte erst nach Handyhüllen gucken für das iPhone, was sie jetzt schon verflucht. Ja. Das neue, weil sie zu wenig Speicher hat. Und ich hoffe ja insgeheim, ich habe irgendwo auf Bildern gesehen, dass es ein Dumbo Schaukelpferd gibt. Ich hoffe ja, dass es das gibt. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich würde es mir tatsächlich trotzdem holen.
Wir sind jetzt draußen aus dem Primark. Erfolgreich geshoppt und jetzt zeige ich euch, was ich alles gekauft habe. Wir sehen uns bei mir zu Hause wieder. So, ich bin wieder zu Hause und ich zeige euch jetzt, was ich alles im Primark gekauft habe. Wir beginnen mit zwei Sachen, die nicht für mich sind. Die sind nämlich für eine Freundin oder eher gesagt für ihre Söhne. Die besuche ich nämlich im Oktober. Manchmal guckt sie meine Videos, manchmal nicht. Egal, ich will es euch trotzdem zeigen. Ich nenne euch aber den Preis nicht, wenn sie es sieht. Ist ja ein Geschenk für ihre Söhne. Die hat nämlich zwei. Und da habe ich diese tollen, süßen Mützen, Mickey-Mützen, mit passenden Handschuhen gefunden. Und ja, einmal für 2 bis 4 Jahre und dann nochmal für den Kleinen für 0 bis 6 Monate. Und stellt euch diese zwei Jungs in die zwei süßen Mützen vor. Ha! So, so süß. Also erstmal die zwei Sachen habe ich gekauft. Dann ein Halstuch, das gab es in der Kinderabteilung, aber ich finde, das kann man auch als Frau anziehen, also als Erwachsene. Hat 3 Euro gekostet und das kann man, das stelle ich mir ganz gut im Haar vor. Kann man sich jetzt natürlich auch eine Tasche binden. Ich kriege es jetzt nicht ab, weil das festig ist mit Plastik. Also Tasche binden, Halstuch, Kopftuch. Die Möglichkeiten sind da unbegrenzt. Dann geht es weiter mit einem Polunder. Den hat sich Brina auch gekauft. Und erstmal das Material, das ist so unglaublich weich. Und ja, mit Bluse, mit weißer Bluse sieht es bestimmt richtig schick aus. Ich habe jetzt hier Größe L und der hat 16 Euro gekostet. Denn ich mag es ein bisschen lockerer, wenn man da drunter noch eine Bluse anzieht. Mag ich das nicht, wenn das so eng ist. Und ja, wie gesagt, also super, super weiches Material. Und das ist halt auch nicht so mega auffällig, Disney. Deswegen kann man das auch gut dann im Winter ins Büro anziehen. Ja, was noch? Sind noch ein paar Sachen. Mensch, ich hole mal alles raus. Ach, so viel war es jetzt auch nicht. Geht's weiter mit Beauty. Und zwar einmal hier diese Blender, diese Make-up-Schwämmchen. Und ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich komme mal näher ran. Da sind Mickey-Köpfe drauf. Seht ihr das am Ende? Genau. Ja, 2 Stück für 2,50 Euro. Bin ich gespannt, die zu testen. Und alles, wo Mickey drauf ist, geht immer. Dann habe ich mir hier diese Waschlappen. Make-up, ne, 3 Gesichts-Cleaning-Pads gekauft. Die haben hier diese Mini-Muster in Schleife und für 4,50 Euro, genau, fand ich sie wirklich süß und ich habe immer sowas gern im Urlaub dabei oder wenn ich unterwegs bin, einmal nach dem Abschminken nochmal das Gesicht mit so einem Waschlappen drüber zu gehen. Deswegen die noch. Dann eine To-Go-Bürste. Ich habe tatsächlich eine mit Frozen, aber die ist mittlerweile auch ein bisschen abgerockt. Deswegen durfte die mit für 3 Euro mit Mini. Und ja, ihr kennt sie ja, das sind diese Bürsten, die man in die Handtasche steckt. Und ich brauche sowas immer im Park, vor allem im Winter. Brauche ich immer eine Bürste, wenn ich offene Haare trage und eine Mütze oder ein Stirnband anhabe, dann verwuscheln sich die Haare immer so. Deswegen muss ich die immer unterwegs bürsten. Dann 2 Radlerhosen. Die sind eigentlich aus der Pyjama-Abteilung gewesen. Aber die kann man auch gut unter Röcke tragen. Also ich trage eigentlich fast immer eine Radlerhose unter Röcken oder Kleidern. Außer wenn ich eine Strumpfhose trage, dann trage ich so ein Mieder. Heißt das Mieder? so eine Art Schlankheitshose. Aber die ziehe ich halt immer über die Strumpfhose, damit sie nicht rutscht. Ich hasse das, wenn sie rutschen. Ja, aber hier einmal 2x Radlerhose. Wie gesagt, kann man auch zum Schlafen benutzen. Für 8 Euro. Einmal in L und einmal in M. In Daisy Optik. Und ja, kommen wir schon zum letzten Teil. Und zwar hier dieses Headband mit Minnie Maus für 3 Euro. Ist eigentlich zum Schminken gedacht, aber ich hätte es auch oder würde es dann zu Hause anziehen, wenn ich putze oder sonst was mache, dass mir die Haare nicht im Gesicht hängen. Da würde ich das halt drüber ziehen, weil ich ziehe auch oft einfach einen Haarreif an. Genau, das war es auch schon, was ich im Primark alles gekauft habe. Ich hoffe, der kleine Ausflug in den Primark hat euch gefallen, in Kaiserslautern. Ich werde bestimmt irgendwann mal wieder dort sein oder mal in Bonn vorbeischauen. Vor allem, wenn es sich Weihnachten nähert, weil Primark hat auch mal sehr, sehr viel Weihnachtskram mit Disney. Aber das schauen wir dann mal. Also ich hoffe, es ist das kleine, aber feine, obwohl es nicht so klein ist, glaube ich. Das kleine Video hat euch gefallen hier in meinem
zu meinem Ausflug in den Primark Kaiserslautern. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!